geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da vorne läuft der Sender Steve. Und wir sind heute hier an einem neuen Spot, wo wir noch nie gewesen sind. Und hier soll es eine Trail-Abfahrt geben und so einen kleinen Step-Up. Und das schauen wir uns heute zusammen an. Gucken mal, was so geht. Viel Spaß beim Video. Also ich weiß ja nicht, was ihr für Reifen fahrt, aber wenn so schlammig ist, sind die Maxxis-Reifen einfach eine Katastrophe. Oh Gott, dann schlammt alles zu. Mein Fahrrad sieht auch noch ziemlich mies aus von gestern, Bikepark. Aber gut, dass ich noch nicht gewaschen habe. Ja, wir laufen mal hier hoch. Da hinten ist der Step-Up. Also eins müssen wir den Jungs lassen, die es gebaut haben. Echt richtig lang. Vor allem zum Hochschieben. Und ultra anstrengend. Wow, Alter. Ich glaube, ein zweites Mal hochschieben werden wir vielleicht gar nicht. Das Problem ist, wir sind gar nicht warm. Das heißt, die Abfahrt wird eher ziemlich low. Aber der Wald ist ziemlich nice hier. Nice. Okay, geh mal. Oh Gott, Alter, wie als wäre ich wieder 100 Jahre nicht Fahrrad gefahren. Salamander Trail. Shit. Ich wusste nicht, dass der Baum war so nah. Ich wusste nicht, welche Leim. Und war vorbei. Alles gut? Ja, das war das erste Mal über den Lenker. Ich hab's nicht ganz gesehen. Ja, weil ich glaube, man muss auf die Leim, um nicht das Flussgap zu machen. Scheiße, Alter. Ich habe halt auch Schiss, dass ich nicht so weit komme. Okay, Leute. Der Step-Up sind nun mal zu krass für uns. Aber trotzdem cool. Also Leute, die das können, haben sicher Spaß hier. Hier den Table, mit dem werden wir uns jetzt ein bisschen vergnügen. Weil wir haben ehrlich gesagt keinen Bock, nochmal hochzuschieben. Echt zu platt noch von gestern Bikepark. Und zu verwöhnt vom Lift. Das ist echt immer eine andere Nummer, wenn man hier so in sowas fährt oder im Bikepark. Digga, der ist so weit irgendwie. Und richtig abziehen traue ich mich irgendwie nicht. Digga, der ist fast wieder weggerutscht hier. Ich glaube, der heißt Salamanderweg oder Salamander Trail wegen dem Teich. So, Leute, der Spot war nicht so für uns. Und jetzt sind wir hier noch hoch nach Loma gefahren, weil hier soll es auch ein paar coole Trails geben. Und das Ganze gehen wir jetzt mal abchecken.
Hat er was gesagt? Wo dann? Nö, hat er gesagt, geradeaus, hier rein. Digga, das ist doch wohl ein Trail. Das ist Trail. Und hör mal, hier sind Chips, ne? Da. Hi. Kennt ihr euch aus hier? Ja. Ciao, ciao. Oh, das ist krass. Echt krass, ne? Ja. Jetzt bist du heiß, ne? Ich habe ihn nicht gesehen. Der geht eigentlich easy, ne? Ich weiß es nicht. Doch, der ist eigentlich machbar. Warum? Das, was befahren ist, einfach fahren, ne? Boah, so Spurrillen hasse ich. Ah, okay. Umsetzen lernen, Digga. Oh Gott. Da hat er voll den Sprung mitgenommen, der Sender Steve, Alter. Den Baumstamm stumpf möchte ich auch sehen von dir. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, man kennt das halt alles nicht, ne? Und vor allen Dingen steil immer danach, ne? Ja. Ja, man könnte sich jetzt schon richtig reinfuchsen in die Line, sodass du die halt richtig komplett fahren kannst, so, weißt du? Ich glaube, dann bockt das auch. Jo Leute, auch wenn kein langer Trip, hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ihr konntet vielleicht ein paar Eindrücke kriegen von neuen Trails. Vielen Dank an Auf dem Berg. Auf dem Berg durften wir kostenlos parken heute. Geht da mal ein Schnitzel essen, wenn ihr in der Nähe seid. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir gerne ein Abo da, denn ich droppe hier mindestens jede Woche 2 Videos. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.